ein heikles Thema in der spirituellen Welt, andere Menschen umzukreieren. Hallo, hallo, guten Morgen. Hi, Mirivet. Ja, kann ich andere Menschen umkreieren? Kann ich andere Menschen heilen? Das ist ja genau das Gleiche. Hallo. Ja, und wie ist es mit dem freien Willen? Ich finde es es ist ein heikles Thema, weil es so viele verschiedene Meinungen gibt. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis alle da sind. Heute, bei mir hat es sich gerade so angezeigt, dass es eigentlich ein guter Moment ist, um ein Live zu machen für euch, das jeden Einzelnen weiterbringt. Das ist ja meine große, große Intuition, mein großer, großer Antrieb, all diesen Unklarheiten, mit all diesen Wischiwaschi-Aussagen aufzuräumen und Klarheit zu schaffen, so damit jeder Einzelne, jede Einzelne weiß, was sie tatsächlich tun kann, weiß, was wirklich wirkt und um was es tatsächlich geht und nicht einen einfach dastehen zu lassen und zu sagen, ja, das musst du halt in deinem Inneren verändern. Ja, das sind immer so diese Statements, die man hört. Erst im Innen verändern und dann im Außen. Und dann bleibst du stehen und denkst, ja, und wie jetzt genau? Und worum geht's genau? Was soll ich im Inneren ändern? Wie innen? Was läuft innen? Wo ist innen? Wie komme ich nach innen? Und wenn ich dann irgendwann mal nach innen gekommen bin, wie handle ich innen? Wie gehe ich damit um? Das sind alles so Fragen, die ich mir jahrelang selber gestellt habe, wo ich jahrelang auf der Suche war und auch über das Thema Heilung von Krankheiten, Antworten gesucht habe. Antworten, wie Heilung funktioniert. Und es ist alles in dir. Das ist wahr. Alles ist innen. Und was mache ich denn innen? Erstens mal, wie komme ich nach innen? Viele haben ja schon rausgefunden, Meditation ist ein Weg nach innen. Aber was, wenn ich dann in der Meditation bin, wenn ich in meinem inneren Raum bin, wo bin ich dann da? Wo bin ich, wenn ich innen bin? Ja, was bedeutet das? Was bedeutet das für mich als Schöpfer? Wo ist der Unterschied zwischen innen und außen? Und all diese Fragen, die möchte ich beantworten. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann stellt sie. Dann stellt sie in Posts oder stellt sie auch unter diesen Post hier. Ich bin wirklich da, um jede einzelne Frage so einfach und so klar und so dienlich wie möglich für dich zu beantworten. Ja, jetzt fange ich mal an hier mit dem Thema, zu dem wir ja gekommen sind. Wie kann ich andere Menschen umkreieren? Oder kann ich das überhaupt tun? Darf ich das? Darf ich überhaupt in den freien Willen anderer Menschen eintreten? Ist mir das erlaubt? Ja, ich muss dir sagen, ob es dir erlaubt ist oder nicht, du kreierst die ganze Zeit alles. Alles. Weil du hast zu allem eine Meinung. Ja, ihr Lieben, Status quo, oder? Wir haben zu allem und jedem eine Meinung. Wir haben zu allem und jedem eine Ansicht. Und wir haben zu allem
Menschen eine Ansicht, das ist unsere Ansicht. Und wir fragen niemals, bist du mit mir einer Meinung, wenn ich die Ansicht habe über dich, dass du ängstlich bist? Nehmen wir mal dieses Beispiel, ja? Greife ich da in den freien Willen der anderen Person ein, wenn ich eine Meinung habe oder wenn ich eine Überzeugung hege, dass eine andere Person ängstlich ist oder sich etwas nicht traut? Ich glaube, keiner möchte gerne als ängstlich betrachtet werden. Keiner möchte gerne als ängstlich erschaffen werden. Also, wenn du das verstehst, dass du die ganze Zeit sowieso durch deine Meinungen, durch deine Überzeugungen und durch deine Ansichten Menschen kreierst, die Menschen so kreierst, wie sie aus deiner Sicht sind, dann bist du vollkommen in deiner Schöpferkraft. Das ist deine Schöpferkraft. Alles das, was du über andere Menschen, jetzt nehmen wir mal im Speziellen einen anderen Menschen, über diesen anderen Menschen denkst, was du glaubst, wie dieser Mensch ist, über seine Persönlichkeit, über seine Möglichkeiten und eben auch über seine Einschränkungen, ist einzig und allein deine Schöpfung. Dieser Mensch hat keine Möglichkeit, einen eigenen Willen umzusetzen, entgegen deiner Überzeugung und deiner Vorstellung, wenn du es nicht zulässt. Deine Meinung, die du hast, du fragst nicht den anderen, darf ich glauben, dass du gemein bist? Hallo Susi, guten Morgen. Darf ich glauben, dass du mir nicht zuhörst? Darf ich über dich glauben, dass du mich ablehnst? Das fragst du nicht. Du hast einfach diese Meinung, du hast dieses Gefühl, du hast diese Einschätzung über diese andere Person. Aus welchem Grund heraus? Weil du keinen Rückruf bekommen hast, weil der Person gerade ein Fernsehbeitrag wichtiger war als das, was du gesagt hast. Du machst dir deine Meinung. Du machst die Person vor deinen Augen zu dem, was sie aus deiner Sicht ist. Und jetzt frage ich dich, wo ist der eigene Wille dieser Person? Nützt es dieser Person, einen eigenen Willen zu haben und zu sagen, wenn ich gerade im Moment lieber einen Beitrag im Fernsehen anschaue, als mich über Thema XY mit dir zu unterhalten, heißt das nicht, dass ich dich nicht liebe, dass ich dich nicht achte, dass ich dich nicht unterstütze, würde diese Person möglicherweise zu dir sagen, wenn du sie fragen würdest. Oder wenn du ihr sagen würdest, okay, weil du gerade mich hier nicht so wichtig nimmst wie diesen Beitrag im Fernsehen, den du ansehen möchtest, habe ich den Rückschluss gezogen, dass du mich nicht achtest, dass du mich nicht richtig liebst, dass ich dir nicht wichtig bin. Bam! Wo ist der eigene Wille? Wo ist der freie Wille dieser anderen Person? Keiner hat jemals damit ein Problem, Leute abzuurteilen, zu beurteilen, einzustufen aufgrund dessen, was sie selber wahrnehmen. Und plötzlich kommt die ganze spirituelle Welt daher und sagt, du darfst nicht in den eigenen Willen einer Person eingreifen, obwohl du dein ganzes Leben das schon getan hast und obwohl du es immer tust. Mach dir das mal bewusst, wenn du auch jemand bist,
wenn du auch jemand bist, der sich überlegt noch, darf ich für jemand anders was kreieren? Darf ich eine Intention für jemand anders haben? Darf ich womöglich für jemanden beten, der sagt nein? Also beten ist ja nichts anderes, wie eine positive Intention auszuschicken. Darf ich für jemanden wünschen, wenn er nicht sein Okay gegeben hat? Es gibt so viele Lehren, die da sagen, nein, du musst erst fragen. Du musst erst fragen, und wenn du nicht fragst und der andere nicht einverstanden ist, darfst du keine Heilintention, keine positive Intention, was auch immer, für diese Person aussprechen. Ist es nicht Gaga? Überleg dir das ganz gut. Wir machen solche Dinge den ganzen Tag. Wir sind den ganzen Tag am Schöpfen und am Kreieren, auch in Bezug auf andere Personen, und merken es nicht mal. Und wenn es darum geht, scheinbar gegen den Willen einer Person Heilung zu initiieren, Positives in deren Leben zu manifestieren, zu kreieren, haben wir plötzlich Skrupel? Irgendwas stimmt da nicht, oder? Irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt geht es darum, dass du erkennst, dass es außerhalb von dir nichts und niemanden gibt, der einen freien Willen hat in Bezug auf dich, dein Leben, deine Schöpfung, deine Realität, dein Bewusstsein, deinen Zustand. Wenn du es nicht zuerst kreierst, weil es kommt ja alles aus deiner Ansicht heraus, es kommt alles aus deiner Vorstellung heraus. Und da kann es nicht sein, dass etwas woanders herkommt von außen, wenn es doch ursprünglich nur aus deiner Ansicht, aus deiner Vorstellung, aus deiner Betrachtungsweise, aus deiner Einschätzung entsteht. Kein Baum ist ein Baum, wenn du ihm nicht erlaubst, ein Baum zu sein. Da können 100.000 Bäume in einem Wald stehen, und wenn du sagst, nein, ich sehe hier keinen Baum, ich sehe nur die Blumen in diesem Wald. Ich bin nicht im Wald, ich bin in einem Blumenmeer. Dann kann eine Armee von Leuten kommen und kann dir sagen, du bist doch im Wald, du bist doch im Wald. Und du sagst, schau doch, hier sind die Blumen, ich bin im Blumenmeer. Es sind nur Blumen hier. Ich bin nicht im Wald. Und dann zwingen sie dich, deine Aufmerksamkeit auf die Bäume zu lenken. Aber wer tut das? Wer zwingt dich, die Aufmerksamkeit auf deine Bäume zu lenken? Auf die Bäume zu lenken, wenn du doch die Aufmerksamkeit auf den Blumen haben willst. Kannst du und musst du nichts und niemanden, außer dir selber, gibst du eh nur die Erlaubnis, das zu betrachten, was du betrachten möchtest. Und das heißt Freiheit. Du entscheidest immer. Und wenn du jemanden die Erlaubnis gibst, etwas für dich zu entscheiden, entscheidest du immer noch, weil du beauftragst quasi eine äußere Kreation, eine Person, dir deine Entscheidungen vor Augen zu halten. Weil letztendlich den Anfang hast immer du gemacht. Wenn du zum Beispiel jemand bist, wo sagt, mein Mann hat immer das letzte Wort, mein Mann entscheidet, dann entscheidet dieser Mann, den du aus ihm gemacht hast, wie du glaubst, dass er ist und wie du glaubst, dass er Entscheidungen trifft, wie du glaubst, dass er Vorlieben hat, wie du glaubst, was er möchte, das wird er für dich entscheiden.
Und dann gefällt's dir nicht, aber dann bedeutet es nur, dass du zuerst eine Entscheidung getroffen hast, die dir nicht gefällt. Im Außen eine dritte Person für dich ankreiert hast, die dir vor Augen führt, was du im Moment gerade glaubst und entschieden hast. Es gibt niemanden im Außen. Es kann logischerweise niemanden im Außen geben, wenn alles deine Sichtweise ist. Deine Sichtweise ist dein Bewusstsein. Deine Sichtweise ist dein Seinszustand. Und aus diesem Grund kann es niemals etwas oder jemanden geben, der außerhalb von dir, von deinem Bewusstsein, von deiner Vorstellung eine Entscheidung oder eine Ansicht vertreten kann gegen deinen Willen. Es geht nur, du hast den freien Willen. Und das bedeutet, du hast Entscheidungs- und Wahlfreiheit. Du alleine. Kein Umstand. Und keine Person, keine Situation hat eine Auswirkung, einen Einfluss auf dich, wenn du es nicht entscheidest. Es ist so einfach. Es ist das Einfachste der Welt, wenn du erkennst, dass außerhalb von dir heißt, außerhalb von dem, was du wahrnimmst, außerhalb von dem, was du für wahr hältst, außerhalb von dem, worauf dein Fokus ist, außerhalb von dem, wie du interpretierst, dass es da nichts gibt. Also letztendlich ist alles in dir, in deiner Betrachtung, bevor deine Augen es sehen, bevor deine Hand es fühlt, bevor es deine Nase riecht, bevor deine fünf Sinne es auch so wahrnehmen können, dass es materialisiert ist. Du steuerst also alles. Und dieses Steuern entsteht durch dein Bewusstsein. Und dein Bewusstsein ist null irgendwas spooky. Das ist nichts, wo man trommeln muss oder Meditationsmusik hören muss oder in den Yogasitz sitzen muss, sondern es ist etwas, was du bist, was deinen Seinszustand hundertprozentig ausmacht, ob du in der Badewanne bist oder im Yogasitz, in der Meditation oder gerade mit einem Menschen sprichst. Dein Bewusstsein ist immer da, weil es du bist. Und ich habe heute wieder so eine Quote gehört, auch ich habe eine Zeit lang auf meiner Suche mich auch mit Wayne Dyer, der ist ja schon ein paar Jahre tot, beschäftigt. Und der hat dann irgendwann mal auch angefangen mit I am that I am. Ich bin das, was ich bin. Und da hat er auch ganz viele Meditationen gemacht und so weiter und so fort. Und ich dachte, was willst du mir damit sagen? Ganz einfach, ich bin das, was ich entscheide zu sein. Punkt. So, also muss ich zuerst mal entscheiden. Die Entscheidung steht immer am Anfang. Weil wenn ich hier in diesem Raum des Bewusstseins, in den Raum der unendlichen Möglichkeiten bin, in dem Feld, wie Dr. Joe Dispenza sagt, wenn ich nicht zuerst entschieden habe, was ich aus diesem Feld, was ich aus diesem Leben möchte, dann kommen halt diese ganzen Autoprogrammierungen hoch, die sich mir eingeschlichen haben, ohne es bewusst zu wissen, während ich als kleines Kind
bis 6 Jahre plus minus in einem hypnoseähnlichen Zustand war. Ja, das könnt ihr euch alle so vorstellen. Du weißt nichts, du verstehst nichts, dein Verstand ist leer. Du bist wie in Meditation, im absoluten Bliss, im absoluten Glückseligkeit als Kind. Keine Probleme, keine Sorgen, da keine Synapsen, keine Vernetzungen. Und dann wird hier in dich reingegossen. Das darfst du nicht und das sollst du nicht und da bist du nicht gut genug und das hast du schlecht gemacht und hier hast du nicht aufgepasst. Hypnose, Hypnose, Hypnose. Und irgendwann mal geht dieser Bliss, dein Urzustand, deine Sorglosigkeit verloren, weil du genug hypnotisiert worden bist. So, jetzt bist du hier. Als göttliches Wesen in deinem menschlichen Körper unter Hypnose. Und jetzt geht es einfach darum, dass du es kapierst, dass du es verstehst, dass du diese Hypnose, diese Welt, die dir hypnotisch vorgegeben worden ist, dass du dazu hier bist, es zu erkennen und zu sagen, alles klar, ich habe es gesehen, ich habe es verstanden, wie es funktioniert hat. Jetzt kann ich mit dieser Erkenntnis ein Leben kreieren, das nicht so ist wie das, das mir hypnotisch eingetrichtert worden ist, sondern ein Leben, das ich eben mit meinem göttlichen Seinszustand, mit meiner göttlichen Wahrheit in Einklang bringt. Mich, meine Welt, alle, die in meiner Welt sind, dass ich meinen Bewusstseinszustand wieder zu dem zurückbringe, zu dem er ursprünglich gedacht worden ist, in Wahrheit, als ich hierher gekommen bin vor Hypnose. Also geht es darum zu erkennen, dass gar nichts falsch an mir ist, dass gar nichts an mir zu fixen oder an in Ordnung zu bringen ist, sondern dass es nur darum geht, diese ganzen hypnotischen Lügen zu erkennen, aufzudecken und zu sagen, sorry, aber ist nicht meins, mache ich nicht mehr, glaube ich nicht mehr, denke ich nicht mehr, sehe ich überhaupt nicht mehr. Und das mache ich so lange, bis sich meine äußere Welt dementsprechend verändert hat. Aber das bedeutet eine ganz wichtige Entscheidung. Zuerst mal kapiere ich, wer ich wirklich bin, wie ich zu diesem Opferbündel geworden bin. Habe ich auch verstanden. Ich habe auch verstanden, dass ich nicht weitermachen muss, keine Sekunde lang. Und dass es meine eigene Entscheidung ist, was ich sehe, was ich denke, was ich fühle. Ja, es ist deine Entscheidung, was du fühlst. Weil du kannst von einem Moment, wo du dich ängstlich fühlst, dich mutig fühlen. Es ist eine Entscheidung. Ich bin das, was ich bin. Ich bin mutig. Ich fühle mich gerade ängstlich, aber ich bin mutig. Ich brauche gar keine Angst zu haben. Ich bin göttlich. Es ist für mich gesorgt. Und wenn du das weißt, kannst du doch nicht mehr ängstlich sein. Und wenn du das nicht weißt, nützen dir 100.000 Tröster aus dem Außen nichts, die dir versuchen, die Angst zu nehmen, während du dennoch in deiner eigenen Überzeugung verharrst, dass es da draußen etwas gibt, was dir Angst machen muss. Ja, es sind so wichtige Erkenntnisse, die wir immer wieder unserem hypnotisierten, analytischen Verstand in Erinnerung rufen dürfen und jeden Morgen beim Aufstehen uns immer wieder klar ist, ich bin der göttliche Schöpfer, die göttliche Schöpferin dieser Welt. Meine Ansichten, meine Augen sehen, was ich sehen will. Meine Augen sind die Augen der göttlichen Liebe und der göttlichen Perfektion.
wenn ich es denn zulasse. Meine Augen heilen, weil meine Ansicht ist die Schöpfung. Ansicht. Und wenn ich dich als gesund und ganz ansehe, dann sehe ich deine Perfektion. Und so geschieht Heilung. Und wir haben alle in der Schule Religion gehabt und uns ist allen irgendwie eingetrichtert worden, dass es da einen Gott außerhalb von uns gibt, der liebe Gott, der alles macht. Aber dieser liebe Gott, der wohnt in dir, der will durch dich aus dir heraus wirken. Das ist dieses liebende Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass alles in Liebe sein darf. Und Liebe ist eben auch Perfektion und Perfektion ist das Geburtsrecht unseres Lebens, unseres Lebensraums, unserer Mitmenschen und natürlich von uns selber. Und diese Heilung, die in der Bibel angesprochen wird, wenn du siehst, es ist keine Geschichte, die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Und es geht nicht darum, um eine Geschichte hier nicht zu glauben oder nicht zu glauben, sondern es geht darum, dass diese Geschichte ein Beispiel ist, wie Heilung funktioniert. Die Geschichte, wie Jesus den Blinden geheilt hat. Alle Geschichten in der Bibel sind menschliche Geschichten. Und jeder Mensch hat die Freiheit, sich eigene Geschichten zu erzählen. Und wenn ich die Geschichte erzähle, dass ich eine Heilerin bin, dass durch mich Heilung entsteht, weil ich nur Heilung sehe, dann wirke ich auf diese Art und Weise. Und diese Geschichten, die wir uns erzählen, die sind so kraftvoll, so, so kraftvoll. Und wie viele Menschen erzählen sich Geschichten, dass durch sie Verderben entsteht oder sogar Verderben entstanden ist? Das sind die Geschichten von Schuld und Sünde. Und diese Geschichten gibt es eben auch in der Bibel. Aber wir haben die freie Wahl, welche Geschichte wir für uns wählen. Und wenn wir die Geschichte der Heilung wählen, und das ist unser freier Wille, welche Geschichte wir für uns, für unser Leben wählen, so wird sich das realisieren. Und das, was ich bin, entscheide ich. Aber ich habe neben dieser Entscheidung eben noch eine große, große Aufgabe zu treffen, nämlich bei dieser Entscheidung zu bleiben. Ich bleibe dabei. Ich bleibe bei meiner Entscheidung. Und wenn ich bei meiner Entscheidung bleibe, dann bin ich verändert. Aber solange ich nicht bei meiner Entscheidung bleibe, bin ich mal so verändert, mal so verändert, mal so verändert. Also ist es doch wichtig, dass ich einmal wirklich entscheide, wer ich wirklich bin in diesem Leben, was ich bewirke, was aus mir heraus entstehen darf und dass ich dabei bleibe und dass ich mich so groß und großartig fühle, wie die großen und großartigen Dinge, die ich hier bewirke. Aber ich habe es vorher entschieden und ich bleibe bei dieser Entscheidung. Und vor diesem Mindset, vor diesem Hintergrund ist auch dieses Mastermind entstanden, die Frau, die alles hat. Weil ich habe alles, wofür ich mich entscheide und dann bleibe. Und ein Beispiel von mir persönlich noch. Ich habe mich nie dafür entschieden, eine wundervolle Partnerschaft zu führen. Ich habe mir immer eine gewünscht, aber ich habe mich nie dafür entschieden.
Und wenn ich mich nie dafür entscheide, wie meine wundervolle Partnerschaft ist, dann habe ich diesen Wunsch, eine wunderschöne, wunderbare Partnerschaft zu haben. Aber ich habe mich nicht entschieden, wer ich in dieser Partnerschaft bin, wer der Partner ist und wie wir interagieren. Und in dem Moment, wo ich entscheide, kann ich kreieren. In dem Moment, wo ich entscheide, kreiere ich bewusst. Und in dem Moment, wo ich aus den göttlichen, wunderbaren, liebenden, perfekten Raum der unendlichen Möglichkeiten entscheide, kann ich mir das kreieren. Weil ich ganz klar weiß, wo mein Fokus hinzusetzen ist. Weil ich ganz klar weiß, meine Gedanken kreieren, meine Vorstellungskraft kreiert. Aber ganz am Anfang muss diese aktive Entscheidung stehen. Und die Erlaubnis, dass du aktiv entscheiden kannst, was du möchtest, die kannst du dir mit einem Fingerschnipp geben, weil du bist der Schöpfer deines Lebens und du entscheidest. Nur musst dir bewusst sein, dass du die Dinge, die dir scheinbar fehlen, noch nicht aktiv entschieden hast, dass sie für dich da sind, weil irgendein Mindfuck noch läuft, der dir sagt, dass du vielleicht nicht liebenswert bist, dass du vielleicht nicht gut genug bist, dass es für Frauen so wie dich keine Männer gibt, was auch immer in so einem Hirn alles gedacht werden kann. Und da gilt es auszumisten, den ganzen Bullshit rauszuschmeißen, der deiner aktiven Entscheidung entgegensteht. Und das ist der Prozess. Und diesen Prozess tagtäglich, stündlich, minütlich, sekündlich, momentlich, the power of now, einzugehen. Das ist die Lösung und das ist das, was du tun musst. Was du tun musst. Du musst gar nichts tun groß. Aber diese Arbeit ist das Tun. Nicht blinder Aktivismus im Außen. Ja, jetzt mache ich's, jetzt mache ich's, jetzt mache ich's. Nein. Es entsteht im Innen und es wird dir gebracht. Es wird dir gebracht, wenn du. So viele Menschen sagen es immer wieder, aber wir vergessen es immer wieder. Es ist wie im Restaurant. Wenn du aus der Karte ausgewählt hast, wenn du dich dafür entschieden hast, wenn du gesagt hast, die Bestellung aufgegeben hast, dann geht es darum, dass du anfängst, dich darauf zu freuen, dass du anfängst, zu wissen, wer du bist, wenn deine Bestellung endlich angekommen ist. Dann geht es darum, das ist dein Job, dass du reinigst, dass du klärst, dass du in dieses Vertrauen gehst, in deine Schöpferkraft, in deine Schöpfermacht und dass das deine Arbeit ist. Und dann kommt deine Bestellung. Und dann hast du wieder Hunger. Dann willst du wieder was anderes. Dann willst du wieder was Neues. Dann willst du wieder was Neues erfahren. Und dann geht es wieder darum, dass du dich entscheidest. Und es gibt so viele Menschen, und ich war auch eine davon. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was ich will. Oh mein Gott, kann mich nicht entscheiden. Dann kommt nichts. Oder halt irgendwas, was in deinem alten Unterbewusstsein als höchstwahrscheinlich erachtet wird. Aber diese aktive Entscheidung, diese aktive Wahl, immer wieder zu treffen, jeden Moment, das muss ein Lifestyle werden. Es muss ein Lifestyle werden. Und du musst dich nicht grundsätzlich für Details entscheiden, wenn du sie noch nicht weißt oder wenn du dir nicht drüber im Klaren bist. Aber diese große Entscheidung, wer du wirklich bist, wie das Leben für dich läuft,
was für ein Selbstkonzept du hast, was für Sichtweisen, Meinungen, Ansichten du als göttliches Wesen vertrittst. Diese Statements, die müssen so klar wie Kloßbrühe für dich sein. Jeden Moment musst du wissen, wer du bist. Jeden Moment musst du wissen, was dir zusteht. Jeden Moment musst du wissen, dass du Schöpfer bist. Jeden Moment. Und diese Entscheidung zu treffen, auch hier immer wieder und grundlegend, das ist dein Job. Das ist dein Job. Und nicht irgendwas im Außen zu manipulieren und zu kontrollieren, sondern deine Sichtweise zu manipulieren und zu kontrollieren. Deine Ansichten zu manipulieren und zu kontrollieren. Und zwar so, dass es so ist, wie es wahr ist, in Fülle, in Liebe und in Perfektion. Und das ist ein Lifestyle. Es ist ein Lifestyle. Es ist ein Lifestyle, der einen begeistert, der einen begleitet, den man für sich ausschmückt und über den man sich grenzenlos freut jeden Tag. Und wir haben hier in der Gruppe haben wir so viel Support. Macht mit, kommt in diesen Lifestyle, Divine Creation Lifestyle, weil du bist ein göttliches Wesen. Warum sollst du einen anderen Lifestyle führen? Macht keinen Sinn. Die Maria hat eine super Oster Challenge. Sie macht jeden Tag ein Video, genau um diese Dinge zu üben, um sie in deinen logischen Verstand einzubringen, um diesen Lifestyle in dich einzubrennen. Die Rima macht die Schulterklopf-Challenge, Selbstliebe, um dein Bewusstsein dahin zu fokussieren, wo du wirklich, wirklich, wirklich bist. Die Susi hat ein 1:1 super Angebot. Alle anderen Mentorinnen haben auch 1:1 Angebote im Moment. Es kommen jetzt auch Coaching Packages für 210 Minuten bei den einzelnen Mentorinnen, damit du selber mal aus deiner Perspektive, aus deiner persönlichen Perspektive in die große göttliche Perspektive rauscht. Und wenn du ready bist, komm gleich in das Mastermind, die Frau, die alles hat. Weil die wohnt in dir. Die bist du, als die bist du hier aufgetreten. Und Entschuldigung, aber wozu musst du jetzt dich um innere Kinder kümmern, wenn du jetzt schon eine Frau bist? Kümmere dich doch wirklich um die Frau in dir. Und in diese Frau, die sich zeigen will, die da sein will, die präsent sein will, die dieses Leben jetzt leben will. Ich war noch nie ein Fan, weil dieses innere Kind, warum soll ich mir das kreieren, wenn ich mir diese wunderbare innere Frau, die ich wirklich bin, kreieren kann? Das bringt mir doch gerade echt mehr. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich bin jetzt erwachsen, ich bin jetzt groß. Und ihr seid auch alle erwachsen. Wir haben hier keine Kinder in dieser Facebook-Gruppe. Ich habe keine Kinder, die meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ich spreche zu dir, die Frau, die alles hat, weil du sie bist und weil du alles kreierst und weil eben aus dir Heilung und Gesundheit entsteht, wenn du bereit bist. Und diese Bereitschaft, die verändert dein Leben, die verändert alles, die verändert deine Liebsten, die verändert die Welt. Und dazu brauchst du keine äußeren Umstände, du brauchst keine Einwilligung, du brauchst gar nichts, du brauchst nur dich alleine. Wie schön ist denn das? Du kannst alles alleine entscheiden. Und wenn du bis jetzt eine warst, die gesagt hat, ja, aber mein Mann und so weiter und so fort, du entscheidest, wer dein Mann ist. Du entscheidest, wie dein Mann dich sieht. Du entscheidest, wie du deinen Mann siehst. Nur als kleines Beispiel. Du darfst alles entscheiden, du darfst alles immer wieder auswählen. Manche Menschen haben ja das Problem, dass sie sagen, ja, ich entscheide zwischen dem und zwischen dem. Nein, 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 nein. Du wählst aus und dann entscheidest du dich für eins. Und dann für das andere auch noch und für das nächste und für das nächste. Du kannst ganz viel haben, alles, alles. Weil du bist die Frau, die alles hat
Und wenn hier das Männer hören, bitte verzeiht mir, es gilt für euch genau gleich. Genau gleich. Und es gibt auch ganz tolle Männercoaches und wer weiß, vielleicht auch aus unseren Reihen, ein Mann, der sagt, ja, ich bin der Mann, der alles hat. Es ist dasselbe, selbe Prinzip. Ich bin das göttliche Wesen, das alles hat. Ich nehme mir meine Power zurück und ich kreiere für mich ein geiles, geiles Leben in absoluter Gesundheit, absoluter Liebe, absoluter Sicherheit, absoluter Fülle. Und ich bin hier. Hallo, hier bin ich. Ja, das ist so wichtig, dass du dir das erlaubst. Hallo Leben, hier bin ich. Bring it on. Du kannst dich nicht verstecken in deinen vier Wänden und sagen, vielleicht klopft dir mal das Leben an die Tür und bringt seine Geschenke. Du musst schon die Tür aufreißen und rausrufen und sagen, hallo, hier bin ich. Und alles, was dem entgegensteht, ist eh eine Bullshit-Story. Alles, was dich davon abhält, ist nicht die Wahrheit, sondern es kommt noch aus dieser vorkindlichen, kleinkindlichen Hypnose, wo man dir gesagt hat, du darfst nicht zu laut sein, du darfst nicht zu fordernd sein, du darfst nicht zu präsent sein und so weiter und so fort. Und dann, wenn du weißt, ich darf das nicht, dann kannst du sicher sein, dass dir das Leben ganz, ganz oft gezeigt hat, dass deine Überzeugung, du bist zu laut, du bist zu präsent, du bist zu fordernd, dass das nicht gut ist. Ganz viele Menschen sind immer wieder vorbeigekommen und haben diese aktive Hypnose, diese aktive Überzeugung in dir immer wieder präsentiert. Und in dem Moment, wo du sagst, so geil, ich darf so laut sein, wie ich will, ich darf so präsent sein, wie ich will, ich darf mir wünschen, was ich will, ich darf haben, was ich will, kommen plötzlich Menschen, die du durch deinen Seinszustand aktiviert und kreiert hast und sagst, ja, du darfst alles haben, was du willst, ja, du bist super geliebt, ja, du bist super perfekt und so weiter und so fort. Und wenn du das in dir als deine Wahrheit trägst und lebst, dann gibt's nichts anderes, als dass dein Leben so aussieht. Dann gibt's keine andere Frage, dass das dein Lifestyle ist. Und diese Transitzeit, die kann halt harzig sein. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass bevor du in einem Seinszustand in dem anderen wirklich verfestigt bist, dass du eben immer wieder daran erinnert wirst, dass du dich selbst daran erinnerst und dass du dir natürlich einen Bewusstseinsraum, einen Lebensraum schaffst, in dem das Neue normal ist. Und deswegen mache ich diese Masterminds, weil da ist es total normal. Und da wirst du auch angesehen von allen anderen als die Frau, die alles hat. Und dann spürst du, wie es ist, die Frau, die alles hat zu sein. Und dann wird es dein Normal und dann wird es dein Normal. Und dann ist es deine Ausstrahlung. Und dann kommst du in irgendeinen Raum, wo dich niemand kennt. Und alle merken, das ist die Frau, die alles hat. Wow. Und du bist dort, fühlst dich richtig wohl, weil du weißt, die Frau, die alles hat, die hat so ein riesengroßes Herz. Und sie darf alles lieben. Und sie darf alle Liebe empfangen. Sie darf alles Geld empfangen, sie darf alles, was mit Geld zu kaufen ist, lieben und toll finden, weil sie ist die Frau, die alles hat. Weil wir leben in einem uneingeschränkten Universum. Und warum sollen wir nicht endlich anfangen, das zu genießen? Lass es uns doch einfach genießen und sagen, ja Mann, es funktioniert ja tatsächlich so. Und je mehr und mehr du das rausfindest, es gibt so viele Beispiele, also auch aus diesem Mastermind, wo die Master of Divine Creation jetzt durchlaufen haben, Beispiele ohne Ende von Heilung, von Fülle. Und es hat so klein angefangen. Zum Beispiel die Rima, die jetzt dieses Schulterklopf-Challenge macht, die hat angefangen, sich einen Parkplatz zu manifestieren. Hat super geklappt. Ja, Rima, du brauchst es zwar nicht, aber manifestiere doch zwei Parkplätze. Manifestiere doch, dass immer zwei Parkplätze für dich frei sind. Plötzlich waren zwei frei.
Und so Spiele zu machen, Übungen zu machen, um diesen Lifestyle, diesen Divine Creation Lifestyle zu verinnerlichen. Das ist so spaßig. Das macht so viel Freude, wie du plötzlich merkst, dass Menschen Dinge, die zu dir sagen, weil du sie in deinem Inneren manifestiert hast, wo du, wenn du plötzlich merkst, die Beweise kommen, deine innere Welt reflektiert das Außen plötzlich. Es ist immer so, aber plötzlich werden dir die Dinge reflektiert, die du wirklich haben willst und nicht die Dinge, die du erstmal im Inneren befürchtet hast, weil du aus dem Zustand der Befürchtung in den Zustand der Kreation gewechselt bist. Und jetzt kommen aktiv die Reflexionen, die du dir wünschst. Das ist doch lustig. Warum sollte man sich nicht auf diesen Weg machen? Warum sollte man nicht anfangen, seine eigene Power kennenzulernen und sie dann im Sinne der Liebe und der Perfektion, also im Sinne der Uridee unseres Seins hier auf Erden, einzusetzen? Ist mein Vorschlag? Geh so in den Tag, lass dich unterstützen, schau, wer hier in dieser Gruppe da ist, der für dich der nächste logische Schritt ist. Und wie gesagt, wenn du bereit bist und sagst, ja, ich spüre die Frau, die alles hat in mir, ich will sie rausholen, ich will den Bullshit wegräumen, dass diese Frau aufblühen kann, komm ins Mastermind. Du kannst dich jederzeit anmelden. Es sind 10 Sitzungen für dich und eine wahnsinnig tolle Begleitung. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Tschüss. Und wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlasse bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Wenn du das Glockensymbol aktivierst, wirst du jedes Mal über ein neues Video von mir benachrichtigt.